Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist der Nils und weiter geht's mit King of Retail. Konzernmodus. Ich habe momentan 8 Läden und wir haben hier auf dieser linken Seite, also auf der westlichen Seite der Brücke, kann man sagen, weil wir haben hier nur eine Brücke, wenn wir so rüberfahren, und die hier unten, die können hier nicht rüber. Vielleicht ist ja da hier irgendwann mal geplant, eine Brücke zu bauen, weil die können hier nicht rübergehen. Hier ist mir der Anteil recht hoch, was die Bevölkerungsdichte angeht. Und hier ist er sehr gering. Der nächste Laden, den ich aufmachen werde, das wird hier irgendwo sein. Muss ich mal gucken. Ja, 150.000, kaufen wir mal einen Laden. Aber jetzt gehen wir mal zu Enrico. Ja, schauen wir mal. Einkaufswelten in Grün. Ja, naja. Ja, alles leer. Ha. Schauen wir mal, was das hier ist. Oh, das ist ein ganz kleiner Laden. Ein paar Mäuse haben wir noch. Ah, ich sehe schon, das ist einer der Läden, die ich zuletzt aufgemacht habe. Aber ich will auch immer ein paar kleine Läden haben. Ich will nicht immer so Riesenläden haben. Und ich will euch mal zeigen, dass man auch mit einem kleinen Laden durchaus Geld verdienen kann. Es müssen nicht immer diese Riesenläden sein. Na, hier noch was rein. Ah, tun wir halt da noch ein paar rein. Dann haben wir die Mäuse erstmal weg. Das ist Palutten mit der Gucci-Mütze. Ja, wir kriegen eine Lieferung. Oha, alter Schwede. Okay, da hat er mal der Herr Nils richtig, richtig Geld investiert. Schön in Grün. Und auch wieder so ein Samtboden. Wobei das eigentlich eher kein Samt ist. Zwei Mitarbeiter haben einen Kurs, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand an der Kasse ist. Ich muss hier mal abbrechen. Was macht der jetzt hier? Ah, wir haben also hier schon mal jemanden fürs Restocking. Oha! Nur eine Kaffeemaschine. Okay. Zwei Verkäufer. Okay, Sinn ist der Verkäufer. Verkäuferin und Philipp ist da. Okay, scheint also eher eine Aufteilung zu sein. Zwei früh, zwei mittag, zwei abends. Ich weiß es nicht auswendig, wie viele hier sind. Das ist immer das Schöne. Man kommt in den Laden rein und dann guckt man erstmal, was geht hier ab? Was ist hier? Was habe ich hier mal gemacht? Und das macht dann am meisten Spaß, sich wieder in den Laden einzuarbeiten und zu gucken, was ist mit dem, will ich den erweitern. So, dann machen wir da mal Mäuse rein. Oh, das ist aber sehr ruhig hier. Das ist aber sehr, sehr ruhig hier. Vielleicht haben wir keine Werbung geschalten. Das kann durchaus sein, dass die ausgelaufen ist. Was haben wir bis jetzt umgesetzt? 5000? Du meine Güte, das ist ja total schlecht. Das ist ja gar nichts. Hey, got a second? Hey, can you help me? Aha, also zwei brauchen wir. Sandy? Sandy, geh in den Verkauf, bitte. Thanks. Was macht die jetzt? Sandy, bitte geh in den Verkauf. Ah, Philipp. Ja, ich habe schon gemerkt, dass, wenn ein Verkäufer mit einem Kunden im Gespräch ist und er meldet sich, dass dann der Verkäufer sich den Kunden dann schon reserviert. Deswegen ist die jetzt da nicht hingegangen. Okay, na, restock mal ein bisschen hier. Ihr seht schon, als Konzerninhaber kann man das alles ein bisschen lockerer angehen. Denn der Restocker habe ich nur für die Früh. Falls was ist, falls mal keiner da ist, dann kann ich hier in Ruhe aufstocken. Ja, alles gut hier. Also ihr seht schon, kleiner Laden. Kommen wir mal hier nochmal eine zweite Kaffeemaschine her. Das muss ja nicht sein. Thanks. Aha, jetzt machen die Verkäufer Pause. Ah, nur einer, der hier Marketing macht. Interessant. Ja gut, ist ein kleiner Laden. Okay, dann gehe ich jetzt hier mal rein und gucken wir mal, was hier abgeht.
18.000 Umsatz, ne? Dann werden wir die 70.000, wenn wir heute schon machen. Denke mal, 70.000, wenn wir heute schon machen. Am Anfang war es ganz schwierig, hier die Kassiere herzukriegen. Aber wie gesagt, ich habe mir die halt ausgebildet. Ich finde die Taschen so schön. Die leuchten so schön. Ja, leider ist, wenn ihr mal aufpasst, wenn der Kassenschub aufgeht, da ist kein Geld drin. Achtung. No money. 7.000 haben wir jetzt gemacht, alter Schwede. Naja, da kriegen wir die 70.000 zusammen. Hi, wie geht's dir? Drei Verkäufer, ja, muss sein. Hey. Das kann er hin? Hi. Also irgendwie, manchmal klappt das nicht. Thank you. Ah, da geht's schon ab hier, da geht's schon mehr. Natürlich ist der Laden auch kleiner. Intimer, kann man sagen. Intimer. Hat da noch einen intensiveren Kontakt mit dem Kunden. Gehen die alle zu mir an die Kasse und nicht zu der Kollegin? Ah, minus 400. Oh, haha, Tippfehler. Oh, Mann. Thanks. Thank you. Ja, wenn die Mitarbeiter nicht richtig ausgebildet sind, dann gibt es hier manchmal auch Tippfehler. Ja, 400 Euro hat die mich jetzt gekostet. Thanks. Das ist eine Maus. Guckt euch das hier mal an. Es ist erst 10 Uhr. Ich habe schon 93.000 Umsatz gemacht. Hi, spare 2 seconds. Hey, have a minute. Hey. Mathis, geh hin. Hey, have a minute. Thanks. Also ihr seht, hier geht's ganz schön ab. Hey, thank you. Thank you. Hier geht's ganz schön ab. Hey, can you have thanks? Ja, Mathis ist der beste Verkäufer. Da geht was. Ah, ich muss aufstocken hier. Ich weiß nicht, ob noch mal jemand in die Kasse reingeht. Aber ich denke, es müsste nachmittags noch jemand kommen. Weil da kann ich hier restocken. Weil der Laden ist so klein, da habe ich keinen extra an Restocker. Ah, Mathis geht nicht. Ah, ist keiner hingegangen. Schade. Ihr seht unheimlich viel Beratungsbedarf. Have a minute. Hi. Spare 2 seconds. Hi. Spare 2 seconds. Und anscheinend kommt keiner mehr an die Kasse. Hi. Spare 2 seconds. Das heißt, ich kann hier restocken. Hey, a little help. Thanks. Ich kann nicht auffüllen. Thanks. Hey, a little help. Hey. Hi. Spare 2 seconds. Ich kann nicht aufstocken. Hey, have a minute. Thank you. Hey. Ich kann ja mal probieren. Ich lass mal langsam laufen so und dann gehe ich mal schnell. Yeah! Bevor sie wieder pfeifen. Schnell hier ein paar Mäuse reintun. Thanks. Oh ja, das geht. Hey. Ah, verloren. Verloren. Seconds. Und gleich wieder. Yeah! Mäuse. Thank you. Machen wir hier 6 Stück, 3 Stück. Hey, a little help. Und die dunklen? Hey, can you help me? Keiner pfeift? Ich denke mal es gerade. Das ist hier gefährlich mit dem Weggehen von der Kasse, weil das jedes Mal, wenn die Kunden verärgert sind oder ich an dem Kunden verliere, das kostet mich natürlich gleich sehr, sehr viel Geld. Ihr seht hier 4.000, 9.000. Wenn du einen Kunden mit 9.000 verlierst, das ist schon Wahnsinn. Das kann man sich normalerweise gar nicht leisten. 300.000 Umsatz haben wir gemacht. Das ist ja nicht normal, oder? So, jetzt versuche ich hier tatsächlich mal ein paar Computer reinzustellen. Weil sonst sind wir hier leer. Also wir brauchen nachmittags einen zweiten Kassierer. Sonst schaut es da nicht gut aus. Aber es geht. Wenn man das richtig im Gefühl hat, dann geht das. Dann geht das alles als erfahrener Konzernführer von 8 Läden. Hat man das alles unter Kontrolle? King of Retail! Ja, Konzernmodus. Wer das Spiel spielen will,
Der kann es tun. Gibt's auf Steam für, ja, momentan immer so um die 15 Euro rum. Es gibt mal so Zeiten, da wird es ein bisschen günstiger. Da kriegt das so für 12,50. Und dann passt das schon. Ja, machen wir hier mal die etwas teureren rein. Hey. Oh, ja, bin schon da. Kunde, der pfeift, hat Geld. Also ihr seht, das geht auch theoretisch alleine. Ist halt immer sehr, sehr anstrengend. Und ich weiß nicht, wo die Mitarbeiter sind. Wo sind meine Mitarbeiter? Ich glaube, das ist ein neuerer Shop. Da habe ich noch nicht so viele Mitarbeiter. Weil ich die auch noch nicht hier bekommen habe. Und ihr seht, ich habe also hier tatsächlich einen Umsatz von fast 370.000. Das geht alles. Man muss halt nur ein bisschen ein Händchen was haben. So, schnell mal ein paar Mäuse reintun, bevor der Kunde wieder pfeift. Hey. Jawohl. So, danke für Ihre Geduld. Ich sehe schon, hier brauchen wir unbedingt ein paar Verkäufer. Das geht nicht anders. Ich brauche hier Verkäufer, weil das ist alles Umsatz, der verloren geht. Das geht hier alles verloren und das wollen wir ja nicht. Wir wollen, dass der Konzern wächst. Hey, a little help. So. Hey, can you help me? Keiner an der Kasse. Das ist, bin ja fast ein bisschen sprachlos. So. Aber jetzt. Oh, Schlange. Nicht gut. Hey. 3.550. 12.800. Also ihr seht, nachmittags und abends ist keiner da. Da müssen wir mal gucken, dass wir da Leute herbringen. Wobei das theoretisch auch alleine geht, aber die Verkäufer brauchen wir auf jeden Fall. Das kostet uns mindestens 50% Umsatz. Schön, schön weggekriegt hier die PCs. Spare 2 seconds. Ah, haben wir schön weggekriegt. Steht jemand an der Kasse? Keiner. Dann kann ich hier noch weiter auffüllen. Oh, ist ein bisschen ruhig geworden jetzt. Keiner an der Kasse. Ah, schön, dieser Moment, wenn es mal ein bisschen ruhiger wird. Ah. So, wir mal gucken hier, Entschuldigung. Ja, meine Dame, dankeschön. 3.650. Jawohl, da geht was. Ja, 400.000 Umsatz. Also, ihr seht, auch ein kleiner Laden kann einen Tagesumsatz von 400.000 machen. Man muss halt nur wissen, wie es geht. Man muss nur wissen, wie es geht. Ja, bin schon da, die Dame. Kunde, der pfeift, hat Geld. So, anscheinend haben wir jetzt tatsächlich hier alle PCs weggekriegt. Ich weiß nicht, ob der schon alles ausgepackt hat, der Kollege. Ja, 22:12 Uhr, die letzten Kunden. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Kommen Sie in der nächsten Zeit auch einfach nochmal vorbei. Vielleicht haben wir neue Produkte für Sie. Ja, wir haben alles ausgebuddelt, ausgepackt. Hier haben wir noch Haufen Mäuse. Mäuse brauchen wir. Oh, alles nur noch Mäuse. Aber keine PCs, oder was? Das können wir ja ganz einfach nachprüfen. Ja. Das heißt, Mäuse brauchen wir keine bestellen. Das ist Quatsch. Sonst haben wir das ganze Lager irgendwann voller Mäuse. Das heißt, ich bestelle jetzt einfach mal. Ich bestelle jetzt hier einfach mal. Ja. Eins. Ja, wir können mal gucken, wie viele PCs wir verkauft haben. Und dann gucken wir einfach mal weiter. Also hier, schöner Umsatz. Also Werbung brauchen wir keine schalten. Ich könnte hier erweitern und ihr werdet hier sehen, hier kostet eine Erweiterung 15.000. 15.000. Ich werde aber nicht erweitern, weil ich will als Mitarbeiter einstellen. Weil eine Erweiterung ohne Verkäufer bringt nichts. Ja, da haben wir nur 448.215 Umsatz gemacht. Hier haben wir schon eine 500.000 Umsatz gemacht. Hier haben wir eine 500.000 umgesetzt. Der zweite Tag ging sehr, sehr gut. Jetzt machen wir erstmal hier die Kollegen.
Tippfehler. Was macht Natascha? Ja, das sind meine Kassierer. Ich frage mich allen Ernstes, wo die Verkäufer sind. Aber ihr seht auch, ich habe überhaupt keine Mitarbeiter. Das heißt, jetzt schauen wir mal. Enrico. Was hier abgeht, Kasse. Kasse war aber abends auch keiner mehr da. Ich war allein an der Kasse. Was ist los? Verstehe ich nicht. Wo waren die? Vielleicht hat jemand frei gehabt. Einen im Nachschub, dem geht's nicht gut. Ja, wir haben nur 3 Verkäufer. Oh mein Gott. Das ist natürlich für so einen Laden eine Katastrophe. Also gucken wir mal. Ja, kommt da nur einer nach, das ist klar. Und der kann jetzt wahrscheinlich wieder nichts. Kasse, Nachschub, Verkauf, eine Null. Soll ich den jetzt ausbilden oder was? Ich stelle den jetzt mal ein. Ist auch günstig, man merkt das schon. Elias, hast einen schönen Namen. Jetzt gehen wir mal rein und gucken mal, ob da irgendeiner von den Kassierern verkaufen kann. Schauen wir mal rein. Also, Angelina. Nein. Merle. Nein. Die hat alle Kurse belegt, alter Schwede. Keiner von denen kann verkaufen. Und das ist unser Problem. Keiner. Also gut, dann lernst du verkaufen. Machen wir wieder die harte Tour. Elias wird dann gleich noch Verkäufer. Kann er erst machen, wenn er soweit ist. Okay. Nachschub habe ich jetzt kann. Da können wir aber mal hier gucken, ob er Nachschub kann. Da kann er nichts. Also hier fehlen eindeutig die Leute. Hier müssen wir jetzt ein paar Tage spielen, damit wir die Leute herkriegen. Und jetzt ist auch klar, warum natürlich der tägliche Manager hier nicht so viel Umsatz macht, weil einfach die Verkäufer fehlen. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt machen wir mal die ganzen Mäuse raus. Sonst haben wir irgendwann das Lager voller Mäuse. Eventuell müssten wir doch mal erweitern. Aber ich mag es eigentlich so kuschelig. Muss nicht immer so voll sein. Oder so groß. Ah. Hier noch einen rein. Ach so, wir haben überhaupt keine... ja, machen wir es mal eine Bestellung. Gibt es bei den Computern irgendwas umsonst? Verbilligt? Nichts? Naja, komm. Kommen wir mal die Super Promenier. 10 Stück haben wir da. Ich kaufe jetzt da 3 und da 3. Dann kaufen wir mal die hier. Die sind so unauffällig. Das langt. Ich bin am Überlegen. Aber was nützt es mir jetzt zu erweitern, wenn ich keine Verkäufer habe? Verstehst du? Natürlich kann ich hier erweitern. Für 45.000. Na, das kann ich nicht machen. Ich habe keinen Restocker. Ich brauche erst einen Restocker. Ohne Restocker. Weil sonst müsste ich hier erst aufräumen. Dann muss ich die Ware auspacken. Das können wir erst machen, wenn wir genügend Leute haben. Okay, das war's. Jetzt habt ihr mal gesehen. Auch ein kleiner Laden kann 448.000 Umsatz machen. Selbst wenn ich die Artikel für fast 270.000 kaufe, habe ich immer noch 150.000 am Tag. Hier gewinnen. Jetzt gucken wir mal, Enrico, was verdienst du? Wow, 440. Hohoho, das ist viel. Ja, das war's, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich denke mal, bald werden wir einen weiteren Laden aufmachen. In King of Retail. Dann machen wir unseren 9. Laden auf. Und dann schauen wir mal weiter, was hier so abgeht.